Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Tag ist vergangen und unser Werk ist getan. Es ist Abend geworden. Lasst uns still werden vor Gott, der unser Richter und Retter ist. Herzlich willkommen zu unserem Abendgebet am ersten Mittwoch im September, der passenderweise auch noch der erste Tag des September ist. Wie gewonnen, so zerronnen. Wer kennt das nicht? Oder heute geplant und morgen schon verworfen. Auch das ist dieser Tage ein allseits bekanntes Dilemma. Es ist manchmal schrecklich frustrierend, wenn alles menschliche Planen und Bemühen, wenn alle gut gemeinte Vorsorge und alle ausgefeilte Strategie am Ende nicht belohnt wird. Und manchmal hilft uns genau das, mal zu schauen, ob das, was wir so planen, wirklich so eine Wichtigkeit hat, wie wir gerne meinen. Der Prophet Haggai, von dem die Worte für den Monatsspruch September stammen, steht im Zusammenhang mit der Wiedererrichtung des Jerusalemer Tempels. Und er merkt damals, wie wenig Priorität diese Wiedererrichtung bei den Menschen hat. Ihnen ist damals alles andere wichtiger. Und er sagt ihnen Folgendes: Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und keinem wird warm. Und wer Geld verdient, der legt's in einen löchrigen Beutel. Essen, Trinken, Kleidung, Geld. Ist das wirklich schon alles? Wir wollen miteinander singen. Unser erstes Lied: Keinen Tag soll es geben. Musikalisch begleiten tun uns heute Georg Scholz am Flügel und Katrin Henschel am Saxophon. Und ein paar Menschen sind auch mit mir in der Kirche. Lasst uns umso lauter singen: Keinen Tag soll es geben. Keinen Tag soll es geben.
Bitte mit Worten aus Psalm 27. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium aus dem 8. Kapitel. Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu ihm eilten, sprach er durch ein Gleichnis. Es ging ein Sämann aus, zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten. Und die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Und anderes fiel auf den Fels. Und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen. Und die Dornen gingen mit auf und erstickten es. Und anderes fiel auf das gute Land, und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Da er das sagte, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Das ist aber das Gleichnis. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber an dem Weg, das sind die, die es hören, danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Fels sind die. Wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an. Sie haben aber keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie, und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht zur Reife. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten, in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Worte des lebendigen Gottes, Dank sei Gott. Wir singen Bless the Lord, my soul.
Diesen Tag haben wir von Gott empfangen und wir geben ihn Gott zurück mit allem, was heute gewesen ist. In der Stille gehe ich in Gedanken den Tag noch einmal entlang. Welche Menschen sind mir heute begegnet und wie bin ich ihnen begegnet? Was hat mich heute gefreut? Worüber habe ich mich geärgert? Was habe ich versäumt? Und was belastet mich noch? Gott, du weißt, welche Menschen und Situationen in Gedanken jetzt an mir vorübergezogen sind. Ich bringe sie alle in meinem Dank und in meiner Bitte vor dich. Und wo ich schuldig geworden bin, in Gedanken, Worten und Taten, bitte ich dich, vergib du mir, Herr. Danke, dass deine Liebe größer ist als meine Schuld. Wandle du in Segen, was heute hinter mir liegt. Amen. Lasst uns gemeinsam beten mit den Worten, die Christus uns geschenkt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in die Ewigkeit. Amen. Ich bete Luthers Abendsegen. Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, dass du mich diesen Tag gnädiglich behütet hast, und bitte dich, du wollest mir vergeben alle meine Sünde, wo ich Unrecht getan habe, und mich diese Nacht auch gnädiglich behüten. Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Amen. Essen, Trinken, Kleidung und Geld. Die Menschen kümmern sich um das Nächstliegende. Aber alles das ist völlig umsonst, wenn nicht auch an Gottes Haus gebaut wird. Das sagt der Prophet Haggai. Den Tempel in Jerusalem, den gibt es heute nicht mehr. Er ist wieder zerstört worden und er wird auch nie wieder aufgebaut. Doch dieser Tempel, er ist heute etwas anderes. Aus einem Haus ist ein ganzes Reich geworden, das Reich Gottes. Und wenn wir an dem nicht bauen, dann nutzt uns alles Essen, Trinken, Kleidung und Geld gerade mal so gar nichts. Dann ergeht es uns so wie den Adressaten Haggais. Ihr sät viel und bringt nichts ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und keinem von euch wird warm. Und wer Geld verdient, der legt's in einen löchrigen Beutel. Ich will, dass es uns so geht wie in dem Lied, das wir eben gesungen haben. Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst, niemand ist da, der mir die Hände reicht, der mit mir Wege geht, der mir Kraft und Hoffnung schenkt. Aber damit das geht, muss ich auch zu dem werden, der genau das für andere tut, der für jemanden da ist, mit ihm Wege geht, Kraft und Hoffnung schenkt. Das kann jeder von uns. Und jeder baut so mit am Reich Gottes. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Der halte unseren Verstand wach
und unsere Hoffnung groß und der Stärke unsere Liebe. Amen. Einen gesegneten Abend aus der Roxhammer Kirche. Wir hören noch das Nachspiel. Bleibt gesund und wir sehen uns bald wieder.